In Zusammenarbeit mit der Paperworld hier auf der Messe Frankfurt und André Schmidt aus dem Büro Matter in Berlin wirkt World Architects auch dieses Jahr auf dem Büro der Zukunft mit. Unter den heutigen bürospezifischen Gesichtspunkten wird das wichtige Thema Flexibilität betrachtet. Das Hauptthema des Büros der Zukunft 2019. Diesem Thema näherten sich 8 Architektinnen und Architekten in 4 Vortragsblöcken an 2 Tagen. Und nach jedem Vortragsblock waren die Besucher herzlich eingeladen, uns zu selektierten Ausstellern hier auf der Messe Paperworld zu begleiten. Ja, ich finde die Vorträge sehr kurzweilig, sehr interessant. Ich muss sagen, ich finde das Format sehr erfrischend. Das Feedback der Architekten ist super. Und sie sind, glaube ich, ziemlich dankbar, dass sie einmal so ein tolles Referentenprogramm haben, aber dann auch inspiriert werden durch neue Konzepte, die tatsächlich Flexibilität mit Gestaltungskraft verbinden. Wir haben sehr tolle Ansätze bekommen für die Zukunft, was Open Office und Workspace angeht. Und von daher nehme ich sehr viel mit von heute. They were talking about form triggers behavior, form follows behavior. It's a very interesting idea. I saw the presentation yesterday in different circles. I thought that was very informative and interesting. Die Flexibilität ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema, da es aus dem Kundenbereich auch an uns die Forderungen gestellt werden. Dort wird immer mehr nach Flexibilität gefragt und dann müssen wir uns auch Gedanken machen, wie können wir das Ganze umsetzen. Die Vorträge fand ich sehr interessant. Vor allem sieht man halt auch mal sehr große Projekte, die man vielleicht selber gar nicht bearbeiten kann oder die Projekte vielleicht nicht bekommt. Der Vorhang wurde deshalb gewählt, weil er wie kein anderes architektonisches Element für Flexibilität per se steht. Das greift natürlich auch dieses Thema der Flexibilität super auf, dass ich Orte habe, die ich zur Kommunikation nutze und Orte habe, die ich als Rückzugsfläche nutzen kann. Der Grad der Flexibilität innerhalb eines Unternehmens am Arbeitsplatz hängt von der Gebäudestruktur ab. Und hier kann man die steuern. Welcher Trend auf jeden Fall spürbar ist, ist auch, dass die konservativeren Unternehmen nach kommunikationsbezogenen Strukturen suchen. Dann müssen wir eben diese, ich sag's mal, schnöde Sachlichkeit des Büroalltages verlassen und eben inspirierende Orte schaffen, an denen Kommunikation eben stattfinden kann.